So, da sind wir schon wieder, seht ihr? Und das ist bei mir jetzt gerade immer noch ein bisschen das Problem, dieses Neustarten. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch schon hin. Wir wählen mal kurz die Quest auch aus. Schöpfers Ende. Genau da, wo er gesagt hat. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte! Oh. Wir haben jetzt optional... Wir haben Seilwerfer bekommen. Irgendwas mit Seilwerfer. Haben wir da gekriegt? Ah, Banditenlager haben wir auch wieder weggemacht. Ah, wir haben wieder was Neues. Seilwerfer Munitionsbeutel. Was ist denn ein Seilwerfer? Ungewöhnlich. Diese Waffe wird benutzt, um Maschinen am Boden festzubinden und bewegungsunfähig zu machen. Der Angriff auf eine gefesselte Maschine verkürzt die Zeit, die sie bewegungsunfähig bleibt. Größere Ziele erfordern mehr Seile, kann modifiziert werden. Ist das gut? Was geht, RCD? Hi, hallo, 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 willkommen. Noch ein Fertigkeitspunkt, dann haben wir es endlich, Leute. Noch einen einzigen. Und den haben wir auch bald. Mama. Oh. So, wir nehmen wieder unser Pferdchen. Hopp. Ja! Dann wollen wir mal sehen, was hier so abgeht. Hot, mein Pferdchen. Kämpf, mein Junge, kämpf. Ja, Mann, kick ihn weg. Alter, guck mal, wie stark der ist, Leute. Holy shit. Ruhig, Brauner. Ruhig, ganz ruhig. Hat er doch gut gemacht, oder? Komm, ich stürm da jetzt einfach rein. Auf, ich versuch das von oben. Dämonen müssen auf. Halt mir sie auf. Bam. 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 Ah. Oh, mein. Mein Hitten. Alter. Also mit dem Ding kann man echt krasse Sachen machen, Mann. Holy shit. Ja, das Teil ist echt krass, Mann. Die sind aber auch ziemlich stark. Aber ich glaube, du hast schon recht, Killer. Die Viecher wären echt zu heftig, Mann. Wenn ich diesen Säbelzahnvieh da reiten könnte oder so... Ich denke mir mal, das wäre schon die pure Zerstörung. Das wäre schon echt die pure Zerstörung. Wenn ich die alle mit dem Vieh platt machen könnte. Ich glaube, das wäre zu heftig. Dann müsste ich etwas anderes ablegen.
Irgendwas Großes geht hier. Irgendwas läuft hier. Ja, stell dir vor, du reitest so ein Donnerkiefer. Mega OP. Ja, so ein Donnerkiefer wäre auch, ich glaube, zu krank. Weil die sind einfach zu heftig, die Viecher. Ich glaube, Donnerkiefer wäre ehrlich zu übertrieben. Diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Oh mein Gott. Ich hab's gewusst. Das ist ein Verderber. Aber das Gute ist, wir können den ja mit Feuer, ne? Die sind ja so feuerempfindlich. Genau wie der hier. Die Schwächen bei denen sind ja übelst Feuer, ne? Die kannst du ja komplett kaputt machen damit. Die sind erstmal tot. Wir versuchen hier die Menschen mal ein bisschen wegzuballern. Perfekter Schuss, Mann. Machen wir erstmal hier ein bisschen was fertig. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Alter, der war ja easy. Digga. Der wurde ja komplett deleted, Mann. Tot. Wir müssen ihn einfach nur immer brennen lassen, ne? Alter, wie meiner den schlägt! Alter, das ist ja easy! Meiner hat den ja richtig weggeboxt. Aber wenn man weiß, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man weiß, wie sie ungefähr gehen, ne, dann kann man schon also die Schwächen der Maschinen echt gut ausnutzen. Jetzt zum Beispiel die Maschine hier, ne? Da reichen 3 Pfeile. Und der wird halt komplett zerstört, Alter. Hat halt einfach gar keine Chance.
So, und jetzt haben wir nur noch einen da. Ist auch eine Maschine. So, und jetzt brennt er und stirbt halt einfach. Geil, Mann. Da muss man nicht mal was machen. Zocke im Moment den DLC, das macht auch echt Laune. Ja, den DLC werde ich auch noch spielen. Den kaufe ich auch jetzt irgendwann die Tage, weil der ist im Angebot irgendwie, habe ich gesehen. Der ist sehr günstig im Angebot. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Und mein Tier, das immer mit mir kommt, das macht auch schon ziemlich viel aus, ne? Der hat jetzt eben gerade gut gegen den einen gekämpft. Na? Guck mal, er kommt immer brav mit mir mit. Wuhi! Ah. Hier kann ich nicht tragen. Müssen wir hier längs? Eine Vorrats. Eine Explosion. Was ist das? Explosion. Einsatzbereit. Wir rücken aus. Und Tempo bitte. Keine Trödelei. Bald ist der Dämon funktionstüchtig. Noch eins. Es muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte. Passender Name. Ich werde nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Glück nicht erledige. Wir müssen den erledigen? Fokus. Er geht nicht. Sie ziehen weiter. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Digga!
Warum gehen die Schüsse durch ihn durch? Oh moin, Alter. Noch geht's bei ihm, ne? Den hier. Das war's. Das war's. Sehen, was du zu sagen hast. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. War das? Hades? Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Problem ist, ich brauche echt ein bisschen Leben, Leute, Alter. Sonst bin ich hier voll am Abkratzen, Mann. Mal so ein roter Saft wäre geil. Ne, davon habe ich nur noch zwei. Meine Energieleiste oben ist zwar voll, aber ich bin da auch schon fast am Abkratzen, Mann. Aber es ist zwar schön, dass ich hier Vorratskisten finde. Aber es wäre halt geil, wenn wir mal ein bisschen Lebensenergie finden. Das wird zu schwer. So, wir gucken aber jetzt erstmal. Wir haben drei Fertigkeitspunkte. Ne? Wir machen jetzt erstmal den Punkt hier nämlich rein. So. Jetzt können wir nämlich mal mit dem Herstellen beginnen. Jetzt können wir die Modifikationsplatz leeren. Leeren. So, dann haben wir die Scheiße nämlich schon mal weg. So, und dann kommt hier jetzt nochmal leer raus. Und jetzt gucken wir mal. 49 Schaden, 40 Schaden. 49 Schaden. Auf jeden Fall 49 Schaden. Noch 40 Schaden. Und dann hätten wir nochmal Schaden und Verderbnis oder Handhabung. Was würdet ihr da sagen? Ich würde sagen, Handhabung und Feuer oder Schaden, Verderbnis? Pff, schwierig, ne? Handhabung und Feuer, würde ich sagen, oder? Aber Verderbnis bringt auch nichts, ne? Weil wir haben nichts, was verderben ist. Aber dann hätten wir 11. Dann hätten wir... Na, Schaden wäre natürlich geiler, ne? Weil wir haben überall mehr Damage. Ich hau da Schaden noch mit rein, Alter. Ich mach den so ekelhaft krass, den Bogen. So, hier haben wir jetzt Handhabung, Abriss... Und Schaden hatten wir hier drauf. Wir nehmen jetzt das Feuer nämlich raus. Und werden hier nochmal schön den Schaden reinprügeln.
Und dann gucken wir hier, dass wir nochmal irgendwo Schaden haben. Haben wir nochmal Schaden? Nein, haben wir nicht. Wir haben aber Handhabung Abriss, Handhabung Feuer. Wir schießen ja hier mit Feuer. Handhabung Feuer. Ich glaube, Feuer machen wir nochmal höher. Wir werden Feuer nochmal höher machen. So, dann haben wir den nämlich auch mal richtig ekelhaft gut geskillt. Handhabung Schock und Handhabung Abriss. Das Ding, keine Ahnung, benutzen wir nicht. Die Scheiße können wir jetzt erstmal in der Stadt wieder verkaufen dann. Das ist schon mal sehr gut, oder? Hier haben wir wieder irgendwelche speziellen Sachen. Fesselseil, da brauchen wir nicht. Ja, die Sets haben wir bald zusammen, eins davon. Und das ist jetzt auch dieses riesige Vieh, ne? Jetzt fehlt uns nur noch eins und dann noch irgendeins. Aber ich denke, das wird auch wieder so ein riesiges Ding sein. Der Todbringer. Der Körper. Alter. Reptilkanonengeschütze, Kühlstäbe, Kerne, Flammenwerfer, Granatenwerfer, Entlüfter, Geschützturm, Schwarmwerfer, Stabilisierer, schweres Kanonengeschütz. Ich meine, ja, warum hat er nicht vielleicht noch mehr? Ah, sieht episch aus, das Teil, ne? Das sieht auf jeden Fall episch aus. So. Aber der sieht ein bisschen kleiner aus hier, ne? Vorne ist noch was, ne? Ja. Ne, das haben wir aber schon. So, hier müssen wir jetzt rein. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Sieht eng aus, aber ich kann mich durchquetschen. Das Spiel macht so viel Spaß, Leute. Identity-Scan wird durchgeführt. Oh, so jetzt schon wieder. Es geht auf. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte, treten Sie ein. Guten Tag, Dr. Sobek. Hä? Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrell. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? Digga. Sie kommen 350.000 Jahre zu spät. Ha! War ich hier nicht als Kind? Das sieht so aus, als wäre ich hier als Kind gewesen. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Pharaoh Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Das an. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmen sitzen. Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Das war ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Digga.
Die Luft. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts Natürlichem. Alles recycelte Luft hier, ne? Aber ich sollte durchpassen. Sorry, fast eingeschlafen. Das ist ja nicht schlimm, Mann. Wenn du trotzdem. Das ist ja für mich immer noch ein View. Ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Was ist denn da hoch? Als könnte ich hier hochklettern. Ja! Okay. Die rutscht einfach zwischen dieser Lücke, obwohl ich mich nicht bewege, durch. Okay. Kann mal passieren. Darüber. Okay, die hält sich nicht da fest. Sie hat gesagt, sie kommt hier hoch. Von hier kommen wir aber nur da oben rauf. Da kommen wir nicht hin. Drüben kann man irgendwo klettern. Nur wie komme ich da hin? Kann ich mir irgendwie hier festhalten, darüber hüpfen oder so? Ach, guck mal, da ist was. Wie komme ich da hin? Die hält sich da an den Seiten fest, okay. Das sind diese. Das ist aber auch doof gemacht ein bisschen, ne? Geschafft. Das scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. Boah, wir werden echt schwer haben, Alter. Jetzt, wir haben fast kein Leben mehr, ne? Labi ist Profi im Herunterfallen. In der Tat, junger Mann. Hört, hört. In der Tat. Aber das bin ich wirklich. Ich bin der Meister im Runterfallen, Alter. Es wird ein weiter Weg nach oben. Ja. Da ist überall gefrorenes Metall. Dr. Srubeck macht es mir nicht leicht. Wir müssen ja in den 34. Stock oder sowas. Werde ich es wohl auch schaffen. Ist ja hier voll die Assassin's Creed-Einlage, ey. Hast du geplant, dass man darauf fällt? Ah ja, Leute, habt ihr euch Assassin's Creed geholt? Unity? For free? Bei Uplay gerade? Ja, holt euch das. Mein Geschenkengaul, schaut mal nicht ins Maul und so. Der Schnee kommt sogar noch schneller als der Frost. Wow. Alter, wo geht's denn hier hin, Mann? Aber sie ist halt übelst die Klettermaschine, ne? Besser als Tomb Raider, die Alte.
Die springt aber echt scheiße. Das, also diesen Satz nach vorne, das sieht immer so aus, als wenn ich da runterfall. Seht ihr das? Die springt immer so kurz, die Omi. Hopp. Da geht's aber noch weiter hoch. Muss ich diesen Weg, der immer gezeigt wird, oder kann ich auch diesen Weg hier nehmen? Wir müssen ja nach oben. Ein Weg nach oben. Ah. Man braucht nur ein paar Griffe. Alter. Okay, geschafft. Was hier wohl zu finden ist. Hier war wohl ihr Büro, oder was? Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elisabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell, wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja. Bevor alles rauskommt, meinst du? Lese ich alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Ja, die sieht schon aus wie wir, ne? Die Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht? Aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter. Aber es gab noch Leben, sonst wären wir nicht hier.
meine letzte Datei wiederhergestellt. Projekt Zero Dawn. Himmel, Liz. Es muss auch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das, Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Ah. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz, du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sieh es positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Ich hab noch was gefunden. Da oben. Da, von da bin ich doch gar nicht gekommen, oder? Ich will hier hoch. Was ist hier? Ich habe von Weitem nämlich diese Punkte gesehen und habe mir gedacht, irgendwie muss man doch hoch können. Irgendwas muss es doch da geben. Gucken, was es hier gibt. Was gibt's da oben? Ah. Noch eine Energiezelle. Ha? Damit müsste ich an diese alte Rüstung gelangen. Aha, aha, aha. Hui! Alter, oh. Da kriegt man. Oh, ich krieg. Bei Höhe kriege ich so ein Kribbeln im Nacken, ne? Oh, auch wenn das im Spiel ist, Alter. Es geht halt instant in den... Boah, oh, es geht halt instant in den Rücken rein. Exekutivzugriff erkannt. Wuhu. Schnellaufzug geöffnet. Oh, das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Oh. Wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wäre es jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Okay, Silence. Das war deutlich. Ich kam hierher, um mehr zu erfahren über diese Elizabeth Sobek. Und das habe ich. Aber was ist meine Verbindung zu ihr? Und warum will die Eclipse mich töten? Und wer ist Hades? Keine Antworten. Nur immer noch mehr Fragen. Ganz genau. Und darum ist es Zeit, deine Untersuchung auszuweiten. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen?
Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist eine Verbindung zu Elizabeth Sobeck. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elizabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau. Genau das ist die Frage. Das ist die Frage. Und was ist Zero Dawn? Bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Du bist unerträglich, weißt du das? Machen wir weiter. Elizabeth sagte Ted Farrow, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Oh, eines oh. Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Ja, runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Und jetzt zum US-Roboterkommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Ich hab mir auch gerade gedacht, nice. Runter geht's gehen wenigstens schnell. Na, aber drauf, Alter. Pff. Trophäe erhalten. Von den fernen von der fernen Vergangenheit. Oh, hopp. Hopp. Schnee und Nebel. Weiß wie. So. Jetzt will ich aber was wissen. Ich habe jetzt die eine Quest gekriegt, wo ich meine Klamotten abgeholt holen kann. Hier, eine alte Rüstung liegt in einer Ruine der Alten. Gut zu sehen, aber außer Reichweite. Das, da will ich hin. Wo ist das auf der Karte? Das ist doch nicht da, oder? Doch, tausche die Energiezelle aus. Ah ja, da waren wir ja schon mal in einem Stream, aber das ist schon richtig lange her. Das ist schon richtig lange her. Holy shit. Mama. Das ist schon richtig lange her. Da steht, ich soll da jetzt hingehen. Da steht, ich brauche 2 Energiezellen. Ich habe da ja schon Energiezellen reingesteckt in diese Dinger. Keine Ahnung wie viele, aber ich habe da schon welche reingepackt. Ich gehe da einfach hin und guck. Die Mission sagt, ich soll da jetzt hingehen, also tue ich das auch. Und spoiler mal nicht so viel, du Arschloch. Ja? Ich kann das doch normalerweise gar nicht wissen, dass ich da nicht hin muss. Die Mission sagt, ich soll das machen. Und jetzt kommst du und sagst, da kann ich noch nicht hin. Smoilert er die ganze Zeit, nur weil er das Spiel schon kennt, Digga. Spiel mal lieber den DLC, du Pferdeküsser. Entschuldigung, ich liebe dich, das wollte ich nicht sagen. Bleib hier bitte und subscribe mich bitte endlich mal. Und von Hater du auch, dann hätte ich 2 Subs mehr, seid doch eh jeden Tag da. Kann ich mein Hartz IV aufstocken? Komm schon, Leute. So. Mach ich nebenbei, du Nudel. Guck mal, das bist du, Killer. Kein Platz mehr. Easy. So, wir können mal wieder ein bisschen mehr hier Dings sammeln.
von dem Shit, ne? War das nicht hier irgendwo raufhüpfen und dann runterspringen? Ins Wasser rein oder so? Wo war denn der Shit nochmal? Ah, da vorne, genau. Hey, got me, baby, sweet kiss. Dir du schnitschna, nini, wana, schnitschni, aber schnitschni. Plus. Hopp. Und hopp. Nicht runterfallen, sagt er. Wieso hast du eigentlich kein Amazon Prime? Hast du... Also hattest du schon mal Amazon Prime? Und hast etwas denn... Vorrat. Wow, wir haben Stöcker voll. Und hast du das dann gekündigt, oder... Oder warum? Ich glaube, ich teile mit meiner... Ich mache das mit meiner Mama immer so. Wir machen zusammen. Haben wir jedes Jahr einfach immer Prime. Wir haben immer Prime zusammen. Das ist immer geiler. Ist günstiger, wenn man das mit jemandem teilt, ne? Weil für ein Jahr ist es halt so, dass ich 30er bezahle. Und meine Mamschki bezahlt auch 30. Ja, dann ist easy peasy. Lemon squeezy. Leifer! Was ist denn mit ihm los? Vor mir gibt's keinen Entkommen. Bam! Hast du gesehen, wie er sich gedreht hat? Führe meine Hand. Ah! Wie geil er sich gedreht hat, ey. Digga, Sky kannst du umsonst haben. Und Javanheder, hahaha, ich bin der Beste im Runterfallen, ich weiß. Das hilft bestimmt weiter. Ich bin zu blöd, irgendwo runterzuspringen. Ich hab's für dich einfach ausgesprochen. Das war ja hier hoch, ne? Warum es keinen Punkt gibt, hier irgendwie rein zu porten, ne? Digga, die Rüstung sieht ja übersick aus. Jesus. Die zweite? Das ist eine Art Code. Vielleicht gibt's hier einen Hinweis. Vielleicht finde ich hier irgendwo mehr Informationen. Außer hätte jeder Schalter 4 unterschiedliche Positionen.
Da drüben ist doch was. Mensch, es gibt da. Digga, ich weiß wie. Hahaha, ich weiß wie. Easy. 12. Hochkant. 15. Vielleicht, nach rechts. Wenn ich den Schalter in die richtige Position bringe. 18. Auch nach rechts. 21. Nach unten. Und offen. Warte mal, da oben. Hä? Hier gibt es irgendwo einen Hinweis. Dreh bis richtig ist, ne? Ja, meine ich doch auch, Digga. Der Schacht. Dann schaue ich mal nach der Tür. Ganz easy, Leute. Sieht aus, als ließen sich die Klammern irgendwie öffnen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten und die Klammern zu lösen. Ganz easy, Leute. First try. Ah. I'm the boss. Tschüss. Aber sowas kann ich doch nicht anziehen. Das ist doch keine richtige Rüstung. Das glaube ich nicht. Unrealistisch wäre das. Ich muss nur diese Energiezellen einsetzen. Dann müsste es gehen. Da brauche ich hier auch noch mal 1, 2, 3 Energiezellen noch. Da kann ich erst diese Rüstung nehmen, oder was? Diese Zahlen. Die müssen mit den Abschnitten eines Kreises zusammenhängen. Jesus Christ. Und mehr kriege ich hier nicht? Was hat denn jetzt meine Quest gesagt? Stellen Sie die Stromversorgung gegen Vorrichtung wieder her. So, und jetzt muss ich noch 3 Energiezellen sammeln. Toll. Und wo sehe ich da, dass ich eine Energiezelle kriege? Ich will die jetzt sofort haben, die Rüstung. Nicht erst morgen, sondern jetzt. Und auch nicht erst am Ende des Spiels, Mann. Das ist doch auch voll schwul. Ja, es dauert bestimmt noch, bis ich die kriege. Das ist aber so, das ist so doof irgendwie, weißt du? Warum kann man nicht
vorher irgendwie an die Energiezellen kommen. Das finde ich schade. So, dann gehen wir jetzt das hier machen. Aber wir sind auch schon übelst überlevelt für die Hauptquest, sehe ich gerade, ne? Weil guckt euch das mal an. Das ist Stufe 15 und 18. Wir sind schon Stufe 27 oder so. Alter, das ist halt komplett ungesund, Mann. Ne? Wir sind halt übelst überlevelt. So, wo ist die Quest? Oh, da müssen wir auch wieder so weit. Oh. So, dann gehen wir hier hin. Und dann holen wir uns unten so ein... Dann gehen wir... Mama. Dann holen wir uns so ein Doppelhorn-Ding und reiten da hoch. In zwei Hauptquests bekommst du noch zwei Zellen. Ja. Aber ich würde gerne alle drei haben. Ja, wo bekommt man die andere Quest? Hm. Sind wir jetzt eigentlich, jetzt ohne zu spoilern, bitte. Wir haben jetzt eigentlich die stärksten, also so mit eigentlich die stärksten Bögen, oder? Also man könnte sagen, wir sind so fast unbesiegbar. Oder schon ziemlich stark, nicht unbesiegbar, aber wir sind schon ziemlich stark mit dem, was wir jetzt an Ausrüstung haben, oder? Und mit diesen Waffen damit 40% Schaden und so ein Shit. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ja, gut. Aber es würde... Gibt es noch bessere Bögen? Also gibt es legendäre... Gibt es legendäre Bögen oder sowas? Nein, ne? Du gehörst mir! Lass uns losreiten, mein Freund. So, wir müssen jetzt da ganz hoch. Alter Schwede, Digga. Wie weit wir da reiten müssen, Mann. Leute, Jesus Christ. Wir sind eine ordentliche Stunde am Reiten. Keine gefunden bis jetzt. Ja, dann wird es auch keine legendären geben. Muss ich eigentlich immer an das Feuer rangehen, damit das aktiviert wird, oder reicht es, wenn ich da vorbeireite? Wenn ich meinen Speer in den Bahn stecke, hallo! Kann ich vielleicht überprüfen. Schneller, schneller. Ja komm, gib Gas, Alter. Hör auf, da einzuschalten. Er fängt da an. Guten Tag, die Rehchen. Aber schade, dass die alle immer angreifen wollen. Ne? Das finde ich ein bisschen doof. Wildtierkill. Und irgendein Wildtier. Ah, okay, guck mal. Hier ist irgendein Feuer grün geworden. Ja, das bedeutet, man muss da gar nicht rangehen. Also, nee, ich muss da nicht rangehen, oder? Nee, das ist grün. Und wenn das grün ist, dann kann ich da immer hin. Das ist dann aktiviert. Das bedeutet, hier muss ich nicht mehr rangehen. Geil. Das ist doch perfekt.
keinen Bock, immer laufend alles zu aktivieren. Das ist mir neu. Ja, aber wenn das grün leuchtet, dann ist es doch aktiviert, oder? Warte, wir können es mal ausprobieren. Das habe ich, da bin ich gerade vorbei. Ja, guck mal, ich kann Schnellreise hinmachen. Ne, das ist genau das gleiche hier. Hier bin ich zu nah. Aber ich habe das nicht berührt, aber ich kann speichern dann. Okay, ja, das ist perfekt. Da beschwere ich mich nicht drüber. Da beschwere ich mich nicht drüber. Da werde ich mich nicht drüber beschweren, meine lieben Freunde, Damen und Herren und Zuschauer. Oh wow, Digga, wie sieht das da oben aus, Mann? Da auch so ein Lagerfeuer. Da bin ich jetzt auch vorbei. Wartet mal. So. Dann können wir ihr jetzt mal die Waffen verkaufen. Ja? Die brauchen wir nicht. Tschüss. Tschüss. Wisst ihr, was ich gerne haben möchte? Einen stärkeren Speer. Und lohnt sich die Schleuder? Ja, ne? Die Schleuder lohnt sich doch, oder? Ja, die Schleuder nehmen wir mit. Weil wir haben nur eine blaue. Das ist so mit eins der stärksten Outfits, die wir haben, ne? Ich glaube, einen stärkeren Speer gibt es gar nicht, oder? Kann das sein? Nee, das ist unser Standardspeer einfach. Ich hole mir noch Frostbeulen. Ja, ist irgendwie neu. Das wusste ich auch nicht bis vor kurzem. Weißt du ja, haben wir ja... Wir hatten ja So. Hier. Also, wir brauchen ja Eis, ne? Eis. Eisschaden ist schon mal übelst pervers. Oder ist hier besser, wenn wir alles ein bisschen machen? Feuer und Schaden auch? So. Und dann, wir haben ja Feuer, wir haben Eis. Und dann könnten wir sogar noch eine Blitzspule, eine legendäre, reinpacken. Wollen wir nochmal Blitz oder wollen wir lieber Eis? Dann hätten wir übelst viel Eis, ne? 71. Dann würden die schneller gefroren sein, ne? Eis, ne? Ja, habe ich mir auch gedacht. Mache ich mal rein. So. Dann haben wir hier nämlich 90 Eis. Tschüss. 72 Feuer. Das ist schon heftig, Alter. Na, haben wir auch gemacht. Eis. So. Dann haben wir die Waffe hier noch. Bei der, die feuert Explosion und Blitz. Würde ich sagen, Schock. Und ich würde sagen, einmal machen wir schön Handhabung nochmal mit rein, ne? Damit die schneller ready ist, oder? Weil wir kriegen den... Der Abrissschaden bringt eh nichts. Und das andere wäre nur Explosion. Das heißt, Handhabung und Schaden. Dann könnten wir da ein bisschen hochdrehen. Machen wir das mal mit rein. So. Dann haben wir das ausgerüstet. Das ist dieses Seilteil. Der Seilwerfer ist uninteressant. Dann quatsch ich nochmal mit ihr. Und verkauf tatsächlich mal den Shit hier. Warte, wo ist er da? Der Seilwerfer, die hat bestimmt noch irgendeinen besseren, oder? Aber solange der nicht lila ist, dann benutze ich den auch nicht. Also der muss schon lila sein, wenn wir den überhaupt kaufen.
So, und was wir nochmal gucken können, was ich echt lange nicht mehr geschaut habe, ist bei ihr in die Klamotten. Ne? Sie ist ja resistent. Da ist nichts Neues dabei, ne? Ist nichts Neues dabei. Ist halt auch nicht so geil, ne? Wir haben hier Eisresistenz halt sehr viel. Aber normalerweise sollten wir Eis rausnehmen und vielleicht irgendwas so gegen Nahkampf und so reinpacken, oder? Weil wir doch eigentlich... Ah, ich weiß nicht, Alter. Wann haben wir mal Nahkampf? Ne? Okay, Nahkampfschutz wäre auch schon nicht schlecht. Ich nehme das mal raus. Wie sieht die Rüstung ohne das aus? Das wäre noch mehr Nahkampf. Hier haben wir aber Eisschutz noch. Hier hätten wir auch noch Schockschutz und ein bisschen Feuerschutz. So hat die Rüstung von allen ein bisschen was. Nahkampfschaden, Schutz. Fernkampf. Nahkampf, Fernkampf, Feuer, Blitz und Eis. Oder? Sind wir damit einverstanden? Ich denke schon, ja. Und wir haben nochmal eine neue Munition bekommen. Ne? Wir haben jetzt diese Feuerkugeln. Das könnte auch nochmal richtig interessant werden. Was wir auch nochmal machen könnten, wir könnten nochmal gucken, dass wir die Tragekapazität erhöhen. Aber nicht für die... Die Seilmunition ist nicht wichtig, oder? Aber wir könnten sie trotzdem auch hoch machen, weil wir können keine Dings mehr tragen. Dass wir das einmal hoch haben. Ach, und wir brauchen Fischgräte. Ja, Fischgräten holen wir mal kurz. Mal gucken. Sieht man nicht, Face ist im Weg. Ach so, ja, Entschuldigung. So, dann reiten wir mal weiter nach oben, wa? Eclipse. Ich kann dort keine Fokusse feststellen. Das solltest du wohl allein regeln können. Gut. Danke. Allein, na gut. Ganz ruhig. Suchen, Brüder. Hast schon geil gemacht, Alter, das Game. Wir sind Eindringlinge. Ist aber auch übelst krass jetzt geworden, ne? Also der Schaden von dem Ding. Holy shit, Mann. Hier, der Schaden ist auch schon gut, aber das ist 137 Damage. Geht das überhaupt noch besser? Wir haben doch die Stolperfalle in... Ach so, die ist blau, ne? Oder? Haben wir die im Blau oder im Lila? Ah ja, wir haben die im Blau, ja, ja. Ja, das könnten wir noch machen, aber seid mal ganz ehrlich, wie oft haben wir die bis jetzt benutzt? Nie. So gut wie nie. Also selten bis überhaupt nicht. Oh, das ist cool. Mal wieder so ein Trank. Wir müssen hier mal hoch. Alter.
Das sieht nach einer mega großen Maschine aus da oben. Der Grabort. Im Schatten eines Metallteufels. Super. Holy shit. Hier ist wieder so ein Höhleneingang, ne? Vorsicht da unten! Die Idioten haben das nicht mal mitgekriegt. Oh, drinnen sind sie auch. Bei den einen müssen wir aufpassen. Der linke, weil das ist dieser Tank-Typ. Oh, ein Angriff! Still, Abtrünniger! Alter. Das war's. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Wiederholen Sie, Lieutenant. Er ist durch. Titan ist durchgebrochen. Nähert sich. Okay. Wir sitzen hier fest, er schlägt glatt durch uns durch. Wir müssen die Stellung... Ein Kampf. Eingefrorenem Eis. Und Operation Enduring Victory. Die Basis blockiert ihn. Kriegst du alles mit, Silence? Silence? Silence ist nicht da? Das ist doch so ein Stalker, der hört doch sonst immer zu. Jetzt auf einmal nicht, oder was? Wow. Kann ich hier einfach so hin? Ich habe nur keinen Bock, hier eine Energiezelle zu übersehen, ne? Ah, da sind diese Pilze. Die meisten sind ja hier unten, ne? Haben die Soldaten wohl geschlafen? So ähnlich wie in der Hütte in Mutterherz. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn, als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Das war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. 3 Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten.
Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn. Vielleicht das Zimmer als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Sagen wir mal so, wenn ich dabei bin, vielleicht einen zu verpassen, eine Energiezelle, kannst du mir das ruhig spoilern. Rotes Licht. Das heißt wohl kein Strom. Ne? Also wenn ich davor bin irgendwo und die ist in der Nähe und ich finde die nicht. Hoch, 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 hoch. Die sind alle hoch. Nützliche Informationen. Muss ich hier rüber? Ja. Ein holographisches Interface. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Diese Drähte führen wohl zur Stromquelle. Ah. Drei Leitungen, drei Quellen. Das ergibt eine. Okay. Und die zeigen dann an, wohin. Hoch, hoch. Runter, runter. Und zwei. Noch eine. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr vom Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Du bist ja ganz besonders. Warte mal, Norden. Norden, Osten. Süden. Westen. Im Norden geht die Sonne auf. Im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen geht sie langsam unter und im Osten ist sie betrunken oder wie das heißt. Hä? Was hat er nochmal gesagt? Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke. Ach so, hier, von das da. Das geht so. Im Norden? Im Norden geht die Sonne auf. Im Osten, Norden, Osten, Süden, Westen. Ja, wir haben es sogar oben. Norden, Osten, Süden, Westen. Norden ist also oben, Osten ist unten, Süden ist unten. Norden, Osten. Ich muss dir mal die Map zeigen. Warte. Hier bin ich.
Leute, bin ich jetzt zu doof dafür? Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Digga, warum geht sie auf einmal auf die andere Seite? Norden, Osten. Digga, ich check das nicht. Weil ich weiß nicht, wo ist der Anfang? Ist hier der Start? Oder ist hier der Start von dem Scheißgerät? Ja, welcher ist jetzt der erste? Ist der hier der erste? Oder ist hier der erste? Weil sonst würde hier oben, hier müsste dann unten... Und dann hier links und dann rechts oder links. Eins von den beiden. Aber wo ist unten? Du hast es mir gerade gesagt. Da steht eins oben, zwei rechts. Drei links und vier unten. Aber welche, von wo? Von hier oder von hier? Ist da der erste, der hoch muss? Oder muss der hier hoch? Das ist das Ding. Sonst ist eins oben. Eins, der zweite rechts. Der dritte links. Und der letzte unten. Nicht richtig. Links anfangen. Ja, siehst du? Das kann man nämlich nicht wissen. Der ist oben. Der ist rechts. Der ist links und der ist dann unten. So, das kann man nicht wissen, ne? Das ist halt von wo... Das war's. Klingt zumindest so. Weil das ist das, was ich meinte. Von wo ist da der Start? Das muss man auch erstmal rausfinden. Ich benutze hier mit Werkzeuge. Und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Energiezelle! Wupp, wupp. Wir haben eine Energiezelle, Leute. Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten. Nur Waffen. Guck mal, die Schwäche bei denen ist Feuer, weil die hinten auf dem Rücken was drauf haben. Ja, komm mal hier rein. Wie schön sie brennen, Alter. Du kannst die halt auch mit anzünden, die Boy. Oh. Also, oh. Das ist immer so geil, wenn du hier so einen richtig schönen engen Gang hast. Und dann kannst du hier rein. Bang. Kill 690. Bam! Oh shit, der hat diesen Raketenwerfer, ne? Ja, Mann. Oder so eine andere Gun. Bam! Bam! Ah!
Wie die alle verrecken, Alter. Easy, Leute. First try. Easy. Oh. Ist nur so geil, die anzuzünden, ne? Kein Platz. Kein Platz. Was ist das hier überhaupt für eine Knarre? Keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Ach, das war sogar ein anderer Korrupter. Snoop, Snoop. Snoop. Ich glaube, hier irgendwo könnten wir eine Energiezelle finden. Wir alle schön durchsuchen, ne? Oh Leute, wir haben noch nicht ein Frame Verlust, Alter. Wie geil ist das denn, Mann? Der Upload ist halt einfach köstlich. So, nächste Quest, wo Celle gibt, ist der gefallene Berg, aber mehr spoilere ich dir nicht. Also da gibt es dann auch eine Energiezelle, oder was? Ich will diesen Anzug haben, Mann. Mehr will ich gar nicht. Snip, snip, snip. Kann ich da raufgehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, da gibt es eine Energiezelle bei der nächsten Mission. Hier nach, oder was? Dass da nach einer Mission kommt. In meinen Stiefeln steht das Wasser. Das ist mir klar, dass da Missionen kommen, aber. Jetzt melde. Die Einsätze werden länger und die Arbeit wird noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Ich versuche, dich von außen zu betrachten. Die Leute freuten sich, uns zu sehen. Sie hatten noch Hoffnung. Ich kämpfe für dich. Was ist das hier? Hier ist aber echt viel Shit drin, Mann. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Warte mal. Die letzte Zelle ist in der Rune, wo ich als Kind reingefallen bin. War ich da nicht schon? Oder? Da war ich doch noch gar nicht, ne?
Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie ich da wieder hinkomme. Ja, hier kommt ein Bossfight. Absolut kein Platz dafür. Hier kommt irgendein Bossfight. Die Eclipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Nicht runter, um gegen den zu kämpfen, oder? Ich kann auch hier oben bleiben, ne? Ich kann doch von hier alles töten. Ja, gut. Ich glaube, ich bin runtergefallen. Ja, ganz komisch irgendwie. Sehr. Der hat irgendwie die Wand kaputt gemacht, würde ich sagen. So, diesen Boden, wo ich stand. Holy moly, guacamole, Jesus Christ. Noch ein Kopisch. Und der hier ist schnell. Merkt er das sofort, wenn ich jemanden töte? Kämpfen oder weglaufen. Okay, er merkt das sofort. Digga, verpiss dich doch, du Hunde! Bing! Bitch Lasagne. Au. Ja.
Die Soldaten damals mussten gleichzeitig hunderte davon bekämpfen? Digga. Aber bin ich ehrlich, hat man so eine Ecke, ne? Hat man so eine Ecke, wo man den fighten kann, dann ist der schon einfach. Also dann sind diese großen Maschinen sehr easy, weil die KI irgendwie nicht damit klarkommt, wenn du in so einer Ecke stehst. Alter, der hat uns aber hart penetriert, ne? Jesus Christ. Aber wenn man denen so Teile vom Körper abschießt, man kann den schon richtig ab, ne? Das mal braucht. Oh ja, die sind immer gut. Die geben immer 19% oder 24% oder so. Lebensdings wieder zurück. Das ist ganz geil. Das ist richtig viel Energie. Wir können hier die Lebensenergie fast voll machen. Guck mal, hier sind auch noch Kisten, die wir looten können. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ah, hier nochmal Energie. Was hat er noch dabei? Haben wir alles voll. Und let's go. Easy. Ist nicht witzig, Leute, wenn ich hier... Ich arbeite hier mich durch, ja, und ihr lacht mich nur aus, ey. Hallo, ist hier eine Energiezelle? Hier irgendwo eine Energiezelle. Ich würde gerne diese coole Rüstung haben. Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ja danken, nach dem, was sie gesagt hat. Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ja alle danken. Ja, aber... Ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das? Wir würden ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Was ist Zero Dawn? Raketenbasis. Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan?
Sobek. Wie vorher gesehen, wurde die Wichita-Linie durchbrochen. Es sind 5 Horus-Titanen durchgekommen. Kontakt in etwa 34 Stunden. Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkaja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkaja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash? Verwegen? Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ha. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Alter! Was für eine Superwaffe hat Elisabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Level up, bitch! Also, wir haben wieder 3. Wir könnten jetzt die Überbrückung, verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt, ist um 50%. Ich würde gern das hier noch haben, ne, mit Sammler. Und das würde ich auch gern haben, diesen Schlag. Aber wann überraschen wir die mal und machen so einen Finishing-Move, ne? So ein Überraschungsschlag wäre viel geiler. Das nehmen wir mit. Weil diese Überraschungsschläge sind halt übelst geil, Mann. So. Jetzt aber meine Frage. Wo ist die Höhle? Wo ist die Höhle, dass wir die eine Energiezelle kriegen, wo ich ein Kind war? Ich weiß ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo das war. Wo war das, wo wir ein Kind waren? Wo war das mit der Energiezelle, wo wir ein Kind waren? Und kann man keine Energiezellen random irgendwie draußen finden? War das die Ruine? Ganz am Anfang. Du Witzbold, ich weiß, dass es ganz am Anfang ist. Nur wo war ganz am Anfang? Was ist das für ein Stein? Bei der Urmutter in der Nähe. Das hilft mir auch nicht weiter, weil ich müsste dann wissen, wo die Urmutter ist. Digga, das ist aber auch ein Sebastian, Alter. Ja, genau da, wo du eben drauf warst. Ja, gut. Das hilft mir nicht weiter, weil ich war auf ganz viel eben gerade drauf.
Hier? Da. Also hier. Da, hier. Wie komme ich jetzt hier runter, Alter? Und wie komme ich jetzt hier runter? Sie hat genau die gleiche Frage wie ich. Nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Das würde ich nochmal machen, wenn es nicht so schwer wäre, da hochzukommen. So, dann können wir jetzt reisen. Genau da. Achso, ich gehe über richtig viele Punkte. Also, ja, genau da, wo du gerade warst. Geh nochmal zurück. Ja, schon schwer, ne? Bruder, genau da. Aber läuft gut, oder, Leute? So, außer, dass wir jetzt ab und zu mal... außer, dass wir ab und zu mal ein paar Abbrüche haben. Oder hatten, oder haben auch bestimmt ab und zu nochmal. Aber, dass wir jetzt die Abbrüche ab und zu haben. Aber trotzdem läuft das richtig gut mit dem Internet, ne? Wir haben kontinuierlich 5 MB. Ja, schau mal auf die Uhr, als ob ich jetzt noch genaue Anweisungen gebe. Und? Nur weil es jetzt ein bisschen spät ist, kann man keine richtigen Anweisungen mehr geben. Alter, die Ausrede ist halt auch flach als flach. Die ist halt so schlecht. Lauf nicht weg, Killer. Lauf nicht weg. Komm her, Killer, komm her, weil du nichts habst. Was? Dafür, weil du nichts habst, Digga. Oh ja, hier war ich tatsächlich als Kind. Dieser alte Ort. Ich war seit Jahren nicht mehr hier. Mal sehen, was ich finde. Aber... hier komme ich wohl nicht mehr weiter, oder? Doch. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. So, nur wo soll die Energiezelle hier sein? Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber, gewissermaßen. Aha. Aha. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Der Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Hier. Tür auf, Baby. Der ist tot.
War geil tot. Noch haben wir keine Energiezelle gefunden, Ladies and Gentlemen. Noch keine Energiezelle. Als Kind bin ich hier nicht durchgekommen, ne? Ach, guck mal. Was für ein seltsames Ding. Wir haben sogar die Pflanze hier. Hier kommen wir nicht durch. So. Aber hier sind viele Sachen, wo wir als Kind nicht durchgekommen sind, ne? Ja, tschüss. Ich habe die gar nicht so groß in Erinnerung, die Höhle. Das ist hier die Bärthöhle, oder was? Bin ich hier nicht reingestürzt als Kind? Ja, ne? Hier war so der Anfang, ne? Genau, hier. Und hier habe ich doch gelernt, wie man so kriecht und so ein Shit. Und sieh dann, was ist das denn hier? Da ist nichts. Die Tür hast du aufgestemmt. Die Tür hast du... Ich habe eine Tür aufgestemmt. Ja, eine... Also hier hinten war nichts. Hier waren wir drinnen, hier war die Pflanze. Das heißt, wir können nur hier die Treppe rauf. Hier war nichts. Hier war dieser eine Raum mit der Kiste hier. Wo Vorrat drin ist, den wir nicht brauchen, weil das haben wir alles. Von da unten sind wir gekommen. Hopp. So, dann haben wir hier diesen Raum mit den Toten. Und hier mit einer Tür, aber hier vorne ist auch noch was. Hier geht's nicht längs. Genau, hier hatten wir diese Tür. Hier ist nichts. Hinten in den Raum, da vorne war nichts. So. Da konnten wir ja hier durch. Das war ja als kleines Kind. Da ist irgendwas. Ich frag mich, ob ich da reinkommen kann. Easy. Eine Energiezelle. Ich brauche nur noch eine, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Alte Rüstung? Vibe. Vorsicht. Ja? Das Einzige, was hier alt ist, bist du.
Die Rüstung ist legendär. Bitch. So. Jetzt können wir zurück. Sauber. Das heißt, wir können jetzt zu der Mission hier ganz, ganz hinten. So, zwei. Jetzt fehlt uns nur noch eine Energy. Cello. Dann können wir diese coole, abgespacede Rüstung holen. Und dann bestimmt noch einen Raum. Du musst dahin, um das aufzumachen. Das wäre ja traurig. Ja, und jetzt müssen wir noch ein paar Quests machen, um dann diese Zelle zu kriegen. Wo sieht man das eigentlich, dass man diese Energiezelle kriegt? Also wo sieht man das? Steht das in dem Guide, den du aufhast, oder weiß man das einfach? Steht das in der Mission mit drinne? Ah, steht im Guide, okay. Das heißt, wir müssen noch ein paar Missionen machen, bis das kommt, okay. Ja, ist nicht so schlimm. Ich denke immer, das kriegen wir hin. El Chapo. Guck mal, ich habe in die PlayStation eine SSD eingebaut und trotzdem ist die genauso schnell wie die HDD. Der eine Typ in dieser Doku hat recht gehabt, weil er hat gesagt, dass es nichts bringt, eine SSD in eine PS4 einzubauen. Weil ich hatte ja 500 GB nur, weißt du? Und habe das dann auf 1 Terabyte erhöht. Also, unsere Hauptquest ist ein Fluch für die Dunkelheit und ins Grenzgebiet. Wir machen einen Fluch für die Dunkelheit. Ich brauche die Quest der gefallene Berg. So, wir müssen uns hier wieder ein Tier holen zum Reiten. Hier ist auch der dicke Große, ne? Den haben wir doch auch hier schon voll aufgeklatscht. Das ist immer ein bisschen schade, dass man keine Möglichkeit hat, die früher zu bekommen. Das ist natürlich auch immer so ein Ding, ne? Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Hier vorne muss auch so ein Reittier sein. Endlich kann ich mal kurz die Beine ausruhen. Sieht aber auch schön aus, ne? Eines Tages werde ich ihm direkt in die Augen sehen und sagen, dass ich kündige.
Überbrücken! Oh oh. Auf den Pfeil! Sorry, Bruder, tschüss! Schnell auf, Alter! Komm, renn, renn, du schneller als er! Wir hau! Das, Alter. Die treffen egal, was du machst. Oh, das reizt mich so übertrieben, Alter. Ich hasse sowas, Mann. Egal, was du machst, die treffen. Oh, reizt das, Alter. Die suchen mich. Vor allen Dingen sind hier wieder 1 Milliarde von diesen Missgeburten. Eine Million von den Dingern sind hier. Ich hasse sowas, Mann. Dass man nicht einmal bei einem Spiel irgendwo durchhalten kann. Es triggert mich instant, Mann. Die Sache endet hier. Ich hasse sowas übertrieben. Weil vor allen Dingen, du weichst nonstop aus und er trifft dich trotzdem, egal wie du ausweichst. Also die Rüstung habe ich schon gesehen. Das ist mein erstes Mal durchspielen. Aber die Rüstung habe ich schon ganz am Anfang gesehen. Da kommt man ja hin. Da bringt dann ja so eine Questreihe hin. Da musst du dann runterfallen in so eine Ruine. Und da habe ich dann diese Rüstung gesehen. Und da stand dann nur irgendwas von Energiezellen holen. Also das hasse ich bei Spielen. Dass man nicht einfach straight durch kann. Das geht mir so auf den Sack. Weil du musst stundenlang laufen. Ich hasse diese Laufwege immer. Dieses künstliche in die Länge ziehen von Spielzeit ist zum Kotzen. Das ist das Einzige, was mich triggert bei solchen Spielen. Das Spiel ist wunderschön, aber diese in die Länge ziehen hasse ich einfach. Beim ersten Mal hatte die Energiezellen nicht gefunden. Ah, okay. Ja, das eine Ding, wo ich an dem Tisch war, ich gucke mir ja immer die Umgebung die ganze Zeit an, wenn die dabei reden. Und da habe ich da diesen Weg gesehen, dass man da hochgehen kann. Und da wusste ich dann schon, okay, da muss man hoch. Ja, das Ding ist, ich spiele ja auch Story, aber ich habe auch viel. Also wir haben wirklich in den Streams, wir haben viel Nebenquests auch gemacht. Wir haben richtig viel Nebenquests gemacht. Wir haben auch schon echt viel Nebenquests durchgezogen. Oh, guckt euch mal an, wie weit das ist. Thank you.
Vor allen Dingen, was mich so ein bisschen nervt, ist auch, warum sind die alle immer so getriggert auf mich? Ich denke, das sind so friedliche Viecher, diese Stürmer zum Beispiel. Guck mal, auch das jetzt. Was macht der? Wieso reitet er nicht ganz normal? Schneller! Schneller, 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 schneller! Er ist zu langsam, Mann! Gas, du Knecht! Schon wieder so einer. Reite, du komisches Ding. Reite, 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 reite. Hier, Leute, haltet den mal hinten auf. Der hat gesagt, ihr stinkt. Da wäre ich auch richtig angepisst. Einfach durch hier. Durch Zwiebeln, Leute. Durch Zwiebeln, wir wollen die Energiezelle haben. Wir wollen die Energiezelle. So, da wird gespeichert. Aber nicht nur nicht gespeichert, sondern nur. So, wir gehen da einmal kurz safen. Nicht, dass wir auf einmal wieder zurückwichsen müssen. Alter, dann heule ich, dann schreie ich und dann bin ich sauer. Und wenn ich sauer bin, Alter, Leute, dann muss der Stream ausgemacht werden, weil dann sag ich Sachen, die nicht nett sind. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mach ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Wollen wir mal ab in die Höhle, oder? Oder ab auf den Berg. Boah, ich besteig auch so gerne die Stürmer. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch... In der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Welche Mission? Was? Oh, die Mission war das? Was?
Welche Mission war was? Ist das die mit der Energiezelle? Oder was? Das wird ganz schön eng. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Wie wird lustig für dich? Dann Anfang. Oh, die halten aber viel aus, ne? Kann das sein, dass die dumm sind, die Viecher? Kriegen die das nicht mit, dass ich den einen da anzünde? Stirbst, Digga, am Feuer. Jesus fucking Christ. Komm gar nicht an, ne? Ah. Digga. Er wurde halt einfach komplett zerfetzt, der Typ. Easy, würde ich sagen, oder? Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Thank you.
glaube, man könnte sich hier auch durchschleichen, oder? Hä? Das check ich nicht. Ich soll dahin. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Also dem Gockel haben wir da den Dings weggeballert, ne? So. Wir haben halt nichts mehr am Platz, Entfernte Alter. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Digga, wollen die mich verarschen? Was sind hier für Gegner? Holy Jesus, Digga. Sind die dumm? Das ist jetzt aber schon, also dafür, dass die eigentlich stärker sein sollen, sind die ein bisschen easy, ne? Okay, wir haben 137 fucking Damage mit dem Bogen, ne? Das ist dann auch schon wieder richtig ungesund, so ein Teil. Bitch. Oh, Lele. Samo pisch, brea, guck mal. Fungisik. Footbeats. Bang, Digga. Du kannst ja übelst wegsnipen, die Viecher. So viel zum Thema leichtes Gepäck. So viel vom Thema leichtes Gepäck. Easy.
Ich muss die eigentlich nicht alle töten, oder? Ich könnte auch eigentlich vorbei schleichen. Aber ich glaube, das Töten macht mehr Sinn, weil die geben übelst viel XP, kann das sein? Du bist nah dran. Du musst nach oben. Ach, echt? Ich muss nach oben. Hör auf, mich immer auszulachen. Hey, das ist nicht nett. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Dann mal los. Oh mein Gott. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Wolke? Wer ist er? Über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Maschinen fallen auf den Weg. Kein Erbarmen, nur Zerstörung. Ich habe diesen Ort satt, den ich will nach Meridian. Nicht abhauen! Kämpfen! Wir sind die Nächsten, wenn wir nicht kämpfen! Ein geschätzter Schatten! Digga, wo willst du denn hin, Junge? Schau mal hier, Alter! Der Schatten wird dich finden, wo ich auch gehe. Ja, genau. In dem Moment, wo ich schlage. Das meine ich immer mit der Kameraperspektive. Ich falle hinten irgendwo runter. Missgeburt. Zu essen. Selbstredend haben wir ihn dafür zur Verantwortung gezogen. Ich kann ihn nicht mal umgehen. Steht ein Kampf ins Haus. Guck mal, ich bin in einem Gebüsch, aber sichtbar. Jetzt rein da und... Vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Der Boden sieht zerhüllt aus. Ziehspuren. Zu dem Tor. Das Tor ist verriegelt. Kein Durchkommen. Du brauchst einen anderen Weg. Ach ja? Du brauchst einen anderen Weg. Der Profi ist am Berg.
schaffen. Das wird zu schwer. Ach echt, das wird zu schwer. Hasse dieses... Das mag ich auch immer, das triggert mich auch immer voll in Spielen. Diese Begrenzung, um Sachen aufzuheben. Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Diese Rüstung. Sie kann nur einem Mann passen. Heles. Das ist seine Hütte? Nicht gerade toll. Was hast du erwartet? Seine einzige Extravaganz ist seine Brutalität. Du kennst ihn also. Nur so gut, dass ich ihn stoppen will. Schatz! Er ist ein Fanatiker, oder? Zielstrebig. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht... Warnung. Irreguläre Übertragungsquelle in der Nähe. Wir bestimmt eine schöne Überraschung erleben. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Also man geht jetzt hier die Treppe hoch. Und jetzt? Müssen wir einen erklären schon wieder. Ich kann hier die Treppe raufgehen und dann komme ich da vorne nicht mehr weiter. Digga, wofür ist diese Treppe da an der Seite, Mann? Das ist halt auch schon wieder so unnötig gewesen gerade. Ich spring auf die Leiter. Und sie springt an der Seite vorbei. Okay. Habe ich verstanden. Alles klar. Ah, machen wir es nochmal. Vielleicht schafft sie es ja dieses Mal direkt an die Leiter zu springen. Ah, auf einmal. Alter, manchmal, ne? Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das ist alles? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Oh oh. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet ich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht, aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit. Wieder was zu lachen. Er läuft, anstatt zu springen, links an der Wand. Da war doch was. Ich hab das gesehen als Zuschauer. Du nicht? Nee. Zu spät das Spiel, ich hatte Zeit. Ja,
Was, Labi? Du hast das gesehen? Ich hab das gesehen. Sowas sieht man doch bei der Kameraeinstellung. Ich seh das gar nicht. Ja, Digga, man kann auch übertreiben, so mit dem, was hier wird. Links zum Lager. Verstanden. Geschafft. Die ganze Basis ist alarmiert. Das ja, wird nicht überleben. Alter, hör doch auf. Lauf. Los, Beeilung. Lauf, Mädchen, lauf. Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele. Das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall. Seht ihr eigentlich das Achievement oben links? Ja. Seht ihr. Jesus Christ, Leute. Können wir erstmal ordentlich sammeln. Schade, dass es nicht irgendwelche Tränke gibt, um diese Plusse, die man unter sich hat, aufzufüllen. Man muss tatsächlich immer wieder diese Sammelscheiße machen, ne? Nicht so schlimm, aber... Das sucks doch ein bisschen. So. Das ist wieder ans andere Ende der Map. Wir gehen hier hin. Und dann gehen wir zu dem einen Läufer, der da ist. Vielleicht gibt es auch eine Runterfall-Quest. Ahaha, ja, das ist lustig. Macht euch ruhig lustig über mich. Macht doch mal. Witzig. Das wär... Hauptsache, ihr seid glücklich und ich kann euch belustigen, ja. Dann habe ich doch alles erreicht. Jetzt fehlt nur noch von euch beiden mal ein Sub. Und dann richtig geil. Das wäre doch auch mal richtig lustig. Ja, wenn einer mal jetzt, wenn ich gleich mal diesen Sound hören würde, das wäre lustig. Da würde ich lachen. Wichser, ich hasse euch beide.
Gierlappen. So. Wir wollen mal hier hin. Aber die sind auch so, haben die... Man kann die, glaube ich, auch so easy killen, oder? Ja. Man kann die tatsächlich auch so echt easy killen. Okay, die sind auch so echt easy. Holy shit. Aber ich glaube, das liegt auch an unserem Level, ne? Wir sind schon Level 29. Und die maximale Gesundheit ist wieder gestiegen um 10. Das ist ganz cool. Das wird noch nützlich sein. Ja, diese Schadensspule da, die blaue, die kann man normalerweise irgendwann auch mal wegwerfen. Oder wieder verkaufen, weil das bringt halt einfach gar nichts. Diese Schadensspule mit 15. Das würde ich zum Beispiel gar nicht einbauen. Nicht ansatzweise. Der ist noch ein bisschen entfernt. Das wird entfernt, mir unterwegs, ne? Sicher weiterhelfen. Alter, wir sind ja noch Kilometer weit von den... Ich habe gedacht, jo, wir sind ja fast dran. Wow. Oh, das wird eine laute Sache. Was ist hier? Hört ihr das? Nicht so geil.
Leute, hier ist doch irgendwas, ne? Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Ach so, Alter. Die kämpfen da, ein Trampler kämpft da gegen diese komischen Leute. Da mische ich mich nicht ein. Und da ist unser Läufer. Signal kommt wohl von diesem Langhals. Den machen wir heute nämlich noch. Und dann hat sich das hier für uns auch nämlich heute mal erledigt. So, und ich sehe auch schon, von wo wir da rausspringen können. Von da oder von da vorne. Ich brauche aber einmal ein Lagerfeuer. Warum sind neben dem Lagerfeuer direkt auch Gegner? Das ist voll krass, oder? Ich muss nur auf den Kopf des Langhalses. Ich muss nur. Das Ding ist, die sind nicht so dumm wie die korrupten Viecher, ne? Weil die korrupten Viecher, die kann man ja markieren. Guckt euch mal an, wie viele Viecher hier rumlaufen. Digga. Ja, komplett abnormal, Mann. Gesehen? Nein. Rotaugenwächter, Level 10. Mit meinem Wissen aus der Brutstätte kann ich diesen Verwüster überbrücken. Komm mal her hier, mein Junge. Sei mein. Sei mein. Fass die bösen, bösen Gegner. Bang! So, der Boy ist jetzt bei mir. Jetzt oder nie? Halbe Wüste gegen mich aufgebracht. Und der eine gehört zu mir, der da durchdreht. Der eine, meiner, den ich da gemacht habe, kämpft einfach gegen den anderen. Alles klar. Moin. Oder die kämpfen dagegen diese... Ah, es sind wohl Freunde da. Okay, und der kommt hier längs.
sicherheitshalber. Leute, guckt euch mal bitte an. Der Gegner hat mich im Visier. Digga. Oh Mann, ich hasse das, Alter. Das geht mir so auf den Sack, Mann. In dem Moment, wo der Langhals gleich kommt, kommen auf einmal 1000 Leute. Digga, ist das anstrengend, Alter. Ohne Witz, Mann. Digga, ich hasse sowas, Mann. Sowas hasse ich einfach. So, genau das ist das, was mich richtig aggressiv macht, Alter. Und auf einmal sind sie alle da. In dem Moment, kurz bevor der Langhals kommt, Alter, sind alle da. Alle. Jeder einzelne von denen. Genau. Ganz zufälligerweise. Ne? Random und so. Digga, sowas hasse ich einfach, Mann. Sowas hasse ich einfach, weil das einfach nicht normal ist, Mann. Eben gerade war kein Gegner da. Auf einmal sind alle da. In dem Moment, wo ich auf diesen Läufer rauf will. Ich gehe nicht mehr aus dem Weg. Digga, sowas reizt mich in Games, aber übelst hart, Mann. Meine Fresse, Alter. Die ist zu blöd, hier den Stein rauf zu hüpfen. Das regt mich auch auf. Guck mal. Wieso kommst du da nicht hoch? Ich check das nicht, Alter. Alter, die ist echt zu dumm, da rauf zu gehen. Hä? Ich check's nicht, Alter. Ohne Witz, ich check's einfach nicht. Speziell der Weg muss sein. Der andere geht nicht. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Digga, Alter. Sorry, Alter, aber sowas. Ja, ist normal in der Wüste, aber Bruder, eben war kein einziges Tier da. Dann bewege ich mich ein bisschen weg. Auf einmal sehen mich alle. Vorher hat mich kein Mensch gesehen. Kein einziges Vieh hat mich gesehen. Auf einmal sehen mich alle. Das triggert mich einfach. Sowas hasse ich. Von hier komme ich doch nicht auf das Ding rauf. Ja, aber bei sowas hasse ich richtig. Ich hasse sowas, Alter. Aber egal, wir haben diesen Kackvogel. Mama. Du musst dir mal vorstellen, ich kenne jemanden, der hat das auf der... fast auf den härtesten Schwierigkeitsgrad gespielt, Alter.
werde tun, was ich tun muss. Alle sind getriggert. So, was habe ich jetzt entdeckt? Oh, wow. Ach, guck mal, und alles, was ich aufgedeckt habe, was so Lagerfeuer ist, da kann ich dann auch sofort hinreisen. Das ist ja geil. Okay, aber der Weg nach hier oben ist nicht mehr so weit, ne? Begib dich nach Sonnenfall. Der Weg ist wenigstens nicht mehr so weit. Da bin ich schon mal... Mein Herz geht wieder runter dann. Ich spawn direkt neben Feinden. Was ist denn jetzt passiert? Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Was ist denn jetzt passiert? Warum sind die alle gestorben? Warum sind die alle gestorben gerade? Wir sind einfach alle tot gewesen. Hä? Hast du das gesehen? Die Dinger hier sind alle umgekippt einfach. Aber das war's für heute. Alter, ich bin auch... Also müde bin ich nicht, aber... War heute übelst geil. Ja. Wir haben viel gemacht. Horizon Zero Dawn. Echt weit gekommen, Mann. Holy shit. Das war auf jeden Fall wieder ein sehr schöner... Atombombe. Ja, so ähnlich, ne? War auf jeden Fall... Sehr schön. Wir haben viel geschafft. Ich gucke jetzt gleich nochmal ins Store, wie teuer der DLC ist.